lass uns auch heute wieder alles geben, Freunde. Jawohl. Hallöchen. Liebe Freunde, der Katschak-Turm im ersten Stock wurde aktualisiert. Oh yeah. Und da haben wir doch schon den ersten Hinweis. Leute, wie kommt es eigentlich, dass ich immer dann aufnehme, wenn ich nicht mehr reden kann? Und zwar am Abend spät, wenn ich richtig hart müde vom Arbeiten bin. Was heißt am Abend? Es ist nachts. Ne? Es ist nachts 0.30 Uhr, also 0.32 Uhr, um genau zu sein. Also halb 1 Uhr morgens. Und ich bin vom Arbeiten nach Hause gekommen. Und jetzt wollte ich noch eine Runde Pokémon Super Mystery Dungeon aufnehmen. Wie kommt es eigentlich immer, dass ich richtig heiser und kaputt mit der Stimme bin, wenn ich Pokémon Mystery Dungeon aufnehmen will? Dann, wenn Stimmen Priorität wären. Ne? Naja. Egal, Freunde. Wir gehen zum Katschak-Turm und gucken mal. Konnexosphäre wurde eingesetzt. Guckt euch mal meinen großen Head an. Oh, wir sind einfach im Rang aufgestiegen. Okay, das war's also. Ja. Neuen Rang vorgefertigte Teams. Oh, wir können jetzt 6 vorgefertigte Teams machen. 5 Goldbarren? Damn. I got a boost. Das ist noch nicht alles. Neue Musikstücke. Okay, cool. 370 Punkte zum nächsten Rang. Okay. Das ist ja interessant. Cesurio Ibitak. Das ist Knarksel. Okay, Rotomo. Eine Gruppe Pokémon, die Interesse am Team Schlingel haben, ist herbeigeeilt. Ibitak und Co. verbunden. Lel, einfach so haben wir Pokémon bekommen. Das ist richtig krass. Okay, Freunde, ihr habt mir gesagt, dass wir in der Story jetzt circa, ja, ein bisschen, ja, bei der Hälfte sind circa. Und ich bin echt gespannt, wie das weitergehen mag. Wir haben ja letztes Mal im letzten Part gemeinsam mit Laura rausgefunden, wer der Feuerteufel oder Feuer, wer das Feuermonster ist. Es ist fucking Entei, der uns irgendwie fast angegriffen hätte. Ne, Freunde? So, warte mal, wo war denn das noch gleich? Da, die Goldbarren waren da hinten, ne? Hier, bei dem Babo hier. Genau, Goldtausch. Bring deine glitzernden, willst du tauschen? Gegen Items tauschen, danke. Was haben wir da? Gegen Belebersamen, perfekter Apfel, Goldringel, Maxi-Donut. Genau, letztes Mal wollte ich ja irgendwas Bestimmtes, ne? Stärkebrause, Protein, bla, Kiefertrot, Zwiderhall, Energieball, Spuckball. Finsteraura, Schlammwoge, Fokusstoß. Genau, ich wollte Fokusstoß haben, ne? Wollte ich Fokusstoß haben? Ich glaube schon. Aber egal, ich behalte meine Goldbarren noch, bis ich... Ja, warte mal, ich wollte Fokusstoß haben, weil es die krasseste Attacke ist für Riolu. Stimmt, ich wollte Fokusstoß haben. Ja. Bitch! So, komm schon. Gib mir Items. Fokusstoß. Bam. Tausch. Für 5 Goldbarren, ja. Herzlichen Dank, du Penner, Alter. Letztes Mal hat er uns richtig ausgenommen, der Typ. Jetzt haben wir es aber. Und ich benutze die auch gleich, bevor wir hier noch sterben und den, ne? Oh, wir können sogar noch andere Pokémon wählen. Dragoran kann Focus Blast. Raichu, Macholo, Litharking, Relaxo. Cesurio. Was? Das Ding ist auf Level 52. Neum. Folterknecht. Eisenschädel. Ja, alles bis auf Eisenschädel ist ja richtiger Müll, ey. Kratzer. Pff. Naja, egal. Wir lernen es Sephiron. Einfach weil, ja, er hat einen Angriff und einen Spezialangriff. Ist so ein bisschen Kopf an Kopf bei dem Boy, ne? Aber ist egal. Wir lernen ihm trotzdem mal Focus Blast. Ja, die Genauigkeit ist richtig low, aber guckt euch mal die Stärke an, Alter. Die ist irgendwie dreimal so stark wie Kraftwelle. Und 4 Felder in Blickrichtung. Das ist ja krank, ey. Fügt dem Gegner und senkt manchmal seine Spezialverteidigung. Oh, das ist ja eine krasse Attacke.
Und wie viele AP haben wir da? Ja, wahrscheinlich so um die 10, ne? Irgendwie sowas. Okay. Ich würde aber sagen, ich mach mal den Konter weg. Weil, ja, Konter ist eine geile Sache, aber wir müssen halt immer einen Hit tanken dafür. Das ist so ein bisschen blöd. So. Gucken wir uns mal die Attacke an. Wo zum Teufel... Ach, egal. Leute, wisst ihr was? Wir gehen einfach in den Dungeon. In den nächsten Dungeon! Schauen wir mal. Oh, nee, hierhin wollte ich nicht. Können wir jetzt einfach einen Dungeon bereisen? Warte mal, bin ich blöd? Hier lang geht's. Meine Fresse. Bis ich da wieder, ne, zum Ziel gefunden habe. So, jetzt aber. Okay, wohin soll die Reise gehen? Jetzt ist die Frage. Beim Blätterplateau haben wir 2 Missionen. Überall sonst nur eine. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Blätterplateau. Zweimal eine Schatzsuche. Okay. Holy damn. Da bin ich echt gespannt. Okay, wir nehmen die beiden mit. Hä, warum ist hier Fünks nicht dabei? Also richtig strange. Ah, und das ist der neue, ne? Okay, Team aufstellen. Genau, jetzt nehme ich noch wen mit und dieser jemand wird... Soll ich Soroa mitnehmen? Ein Kampf, ein Fee, ein Unlicht? Ja, warum nicht, ne? Nehmen wir mal Soroa mit. Einfach so, ne? Wir werden zwar nicht Soroa spielen, aber wir werden Soroa mitnehmen. So, und ihr meintet, dass wir auch leveln, wenn wir Soroa nicht mitnehmen und deswegen passt es schon. Aber ich will ihn wieder mal mitnehmen. So, Belebersamen will ich mal ablegen. Dann haben wir, was haben wir denn noch? Georock, Brock. Oh, sorry Leute, ich bin richtig im Arsch gerade. Aber ich dachte mir, hey, nimm mal wieder Pokémon Mystery Dungeon auf für die ganzen Fans der Serie. Und das machen wir. Los geht's, Freunde. Ab in den Dungeon. Ins Blätterplateau. Es ist nur eine Schatzsuche, die wird wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Ein bisschen schneller. So, wir haben genau 10 AP, genau so wie ich es predicted habe. Okay, gucken wir mal. Wie sieht's denn aus? Also, okay, 1, 2, 3, 4. Das bedeutet, ich kann mein komplettes Blickfeld nutzen. Das ist ja richtig brutal, Alter. Ne, 3 Felder nach oben, das 4. sieht man gar nicht mehr. Und nach unten ebenso. Das ist ja richtig krass. Das ist richtig krass. Also Focus Blast ist super. Nur wahrscheinlich von dem, ne, von der Trefferquote richtiger Shit. Aber ist egal, weil wenn ich den Gegner schon von Weitem sehe, dann ist es ja egal, wenn ich ein- oder zweimal nicht treffe. Dann kann ich ja nachher immer noch mit einer Vakuumwelle oder so richtig reinhauen. Ja, jetzt kommst du mit rechter Hand. Bist du dumm? Lel. Ja, easy. Nimm mal die. Die Watsche hier. Oh, damn. Vakuumwelle. Bam. One Hit, Alter. Zack. Zack. Okay, das war's mit den beiden. Lassen gleich mal Beeren liegen. Das ist nice. Haben wir wieder ein bisschen mehr. Was ist das denn für ein Raum, ey? Okay. Noch eine Beere. Und hier ist der Ausgang. Nice. Blätterplateau 2. Hier müsste, glaube ich, schon das erste... Ja, der erste Schatz von Velsa. Darf ich? Hallo? So. Knilz. Oh, und da ist er ja schon. Schatz von Velsa gefunden. Ja, nice. Bam, badababam. Und was jetzt richtig krass wäre, wenn Velsa gleich Simsala, Glurak, Despotar mitnehmen würde und dann wir alle drei hätten. Da machen wir nämlich eine Special-Folge, wo wir mit dem Goldrang-Team aus Mystery Dungeon 1 unterwegs sein werden. Das ist noch nicht alles. Von dir erzählt. Oh mein Gott, geil, Alter!
Mit Simsalau und Co. verbunden. Nice, Alter. Ja, dann machen wir das im nächsten Part. Auf jeden Fall, Alter. Dann gehen wir mit Simsalau und dem Goldrang-Team auf Mission. Nee, ich will noch nicht verlassen, natürlich. Wir haben nämlich noch was zu klären hier. Noch ein paar Steuern einzutreiben und Jungfrauen zu retten. Warte mal, eine Lahmfalle. Yeah. Läuft. Oder läuft eben nicht, weil Lahmfalle und so. So, Durant. Schauen wir mal. Alter, what? Die sieht ja richtig brutal aus, der Focus Blast. Und macht direkt instant 60 Damage, ne? So, schauen wir mal. Das wird resisted. Und zwar hart, aber es... Er bumst einfach alle weg. Der bumst einfach alle weg mit Focus Blast. Das ist ja krass, ey. Was ist ein Punktelander? Was macht das? Okay, verwenden. So. Oh je. Das Ding hat ernsthaft einen Schwertanz eingesetzt. Und er haut einen Ruckzuck-Keep raus, der Wichser. Bam! Easy weggeklatscht. Ey, zum Glück können die Gegner keine Belebersamen nehmen, ne? So, wir heben die mal auf. Ja, ja, passt nicht mehr in den Beutel. Leck mich, Alter. Dann essen wir eben. So. In welche Richtung gehe ich? In diese. Bringt es überhaupt, wenn ich die aufnehme? Ich werde eh nicht allzu lange in dem Dungeon sein. Okay, das ist ebenfalls tot hier. Kaputt. Dann gehe ich mal in die andere Richtung. Hey, diese ganzen Kreuzungen hier. Das ist richtig krass. Okay, hier ist definitiv nichts. Oh, shit. Du bist vom Typ normal. Eigentlich müsste ich dich richtig böse wegklatschen. Schauen wir mal. Bam! Okay, das hat jetzt... Ah, wegen Ladevorgang, ne? Hm. Okay. Oh, ein Ambidiffel. Damn! 81, habe ich das richtig gesehen? Scheiße, der Focus Blast ist ja mal heftig, ey. Holy shit. So, da haben wir ein Traumato. Klatschen wir auch mal weg. Mal weg hier. Ja, Felinara macht irgendwie nur rechte Hand, ne? Bam. Das war ein Crit. Und hier ist auch nichts mehr. Hä, wo ist denn das Ding? Das ist richtig strange. Wahrscheinlich hier rechts, ne? Hm. Oh, leck mich, Alter. Oh je, guckt euch den Scheiß an. Focus Blast. Bam! Das war hart, ey. Das war gemein. Ein schlafendes, kleines Zickzacks. Richtig weggebämst. So, stelle dich neben den Schatz. Ja, dann, das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. WhatsApp, komm mal ein bisschen näher. Dann kann ich dich besser sehen und besser fressen. Oh, das ist ein Crit. Und das war ziemlich viel Damage anscheinend. Ich nehme das mal eben noch auf. Und was werfe ich weg hier? Diese blöde Piercebeere, ne? Die interessiert niemanden, ne? Oh je. Aber eigentlich müsste das... Oh, Platscher. Lel. Focus Blast. Ich weiß, wie resistet und so, aber... Pff. 82 Damage, Alter. So, auf jeden Fall finden wir den Schatz von Morlord. Krass, also der Focus Blast hat bis jetzt jedes Mal getroffen. Ist okay, kann man sich geben, ne? Und der Damage ist richtig real, Alter. Wenn wir jetzt unseren speziellen Angriff noch ein bisschen höher bekommen, dann batzt der rein, Freunde. Dann batzt der richtig rein. So, oh, Aquana nimmt er gleich auch noch mit, oder wie? Interesting. So, deine Forscherteam ist um 30 Punkte gestiegen. Möchtest du den Dungeon jetzt verlassen? Ja, eigentlich schon, ne? Wir haben ja nichts mehr weiterhin zu tun hier. Und ich hoffe, dass die Story jetzt mal ein bisschen vorankommt, damit wir weiterkommen. Es war zwar in den letzten zwei Folgen schon relativ viel Story, aber ich möchte jetzt mal die Story wirklich, wirklich weiterkommen. Ne? Nicht immer so ein Tag und dann wieder und dann ein Tag und dann wieder, sondern mal ein bisschen Story hier. Bevor ihr jetzt geht. Ich habe mich vorhin mit dem Teamleiter unterhalten. Ey Leute, übrigens, sorry, falls ich die Stimmen nicht mehr exakt imitieren kann. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich diesen Scheißviechern vor einem Monat für eine Stimme gegeben habe, okay?
Und ja, das kommt jetzt vielleicht etwas plötzlich, aber wir haben beschlossen, zu einer Exkursion aufzubrechen. Diese alle im Klatschen sind. Oh, eine Exkursion? Ja, und wann? In 2 Tagen geht's los. Oh, Alter, meine Stimme. Junge. Ich hoffe, euch, ja, freut euch alle schon drauf. Hurra. Eine Exkursion. Wohin denn? Ah, wohin denn? Die haben gar nicht gesagt, wohin. Naja, okay, dann speichern wir eben mal den bisherigen Spielstand. Yeah. Am nächsten Morgen. Schauen wir mal, falls wir noch eine Mission machen müssen, bevor die Exkursion losgeht. Ja. Dann werden wir in diesem Part noch die beiden Boys nehmen, ne? So, was heißt die beiden Boys? Die 3 Boys, also das Goldteam, ne? Ich will nicht bei 16,5 Minuten schon wieder stoppen, oder, ne? Ihr wisst Bescheid. Oh. Da ist Rambazamba am Start, Freunde. Oh, da ist Sokoa. Toll, oder? Ja, aber bringt hier nur nichts. Zumindest in diesem Spiel. So, Oh, warte mal. Ich kann ja noch zu Kangama. Ne, ich gehe mal kurz zum Kangama, weil bei Kangama gibt es vielleicht noch ein paar Missionen. Bam, 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 bada, bada. Ich muss das mal so ein bisschen so, ne, Leute. Dann kann ich ein bisschen gechillter sitzen. So. Lohn für dich. Lohn überprüfen. Teambelebe-Orb. What? Erdbeben? Damn, bitch. Okay. Dann nehme ich mal den Lohn in Empfang und habe jetzt ein fucking Erdbeben. Das ist krass. Das ist crazy. Der Brief muss zugestellt werden an deine Angebetete. Anliegen prüfen. Ja, ja, kann ich ja, ne, kann ich ja übernehmen. Status. Okay. Ja, das ist ja easy. Habe ich die schon angenommen? Ich glaube ja, oder? Wenn die so sind, habe ich die auf jeden Fall, glaube ich, schon angenommen. Razaf ist echt ein Grobian. Ja, ja, gehen wir Razaf verprügeln. Lass mal Razaf verprügeln gehen. Den Hund. Und zwar mit dem Goldteam, Alter, mit Simsala. Bam, bitch. So. Ja, ne, in der Story können wir die eh nicht verwenden, deswegen verwenden wir die ab und zu mal noch. Quapperflüsschen, verschlossene Tür Yorkleff, Langfeldhöhle. Besuch? Das ist böse Bergfahrt. Zurechtweisung ist so, ja genau, da wollte ich hin. So, und jetzt probieren wir es mal, Team aufstellen. Wie viele Pokémon wir schon haben, ne? Krass. Glurak ist richtig low, Alter. Level 36 und die sind beide ultra hart. Krass. Okay, dann machen wir mal Simsala, Despota und... Oh. Hoppala. Nee. Goddamn. Das wollte ich nicht. So, jetzt aber. Oh, hier Glurak. Was hat ein Glurak eigentlich? Lass mich mal nachgucken. Oh, die sind jetzt irgendwie nicht mehr anzusehen. Nein, ich will das Team nicht neu aufstellen. Na egal, dann gehen wir eben weiter. Dann gucken wir eben im Game, wie es weitergeht. Los geht's, Freunde. Mysteriöser Bergpfad. Alter. Und der Sandsturm kommt. Ja, ja. Despotanter Sandsturm. Also, wir haben... Status. Wir haben einen Simsala auf Level fucking 65. Mit 80 KP. Der Spezialangriff ist auf 95. Spezialverteidigung ist hoch, weil Spezialverteidigung Kringel. Wir haben Teleport, Psykraft, Psychokinese und Konfusion. Okay. Teleport ist immer gut. Wir haben einen Despota mit einem 88er Bizeps, Eiszahn, Sandsturm, Biss und Donnerzahn. Und wir haben Glurak. Luftschnitt, Drachenklaue, Rauchwolke und Dunkelklaue. Okay. Despota hat Sandsturm, obwohl er die Fähigkeit Sandsturm hat. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Auf jeden Fall, Simsala hat Synchro. Despota hat Sandsturm. Und Glurak hat was? Großbrand? Okay, alles klar.
dann gehen wir mal auf den Boy hier, weil... Oh shit. Kannst du mal auf diese Seite bitte? So, du bist zwar auch sehr effektiv auf mich, aber ich bin auch sehr effektiv auf dich. Bam. Hau ich mal... Pff, damn. Was macht ein Psykraft? Muss ich mal ganz kurz nachlesen. Sorry, Leute. Psykraft. Senkt die Genauigkeit des Gegners. Das ist doch richtig behindert. Das ist doch richtig lame, Alter. Okay. Kann gut sein, falls das irgendwie alle umstehenden Gegner trifft oder so. Ne? Schwebt Simsala nicht? Warum kann ich da nicht übers Wasser? Ich weiß noch, im ersten Part habe ich mir immer ultra gerne einen Abra gefangen, weil die Abras einfach übers Wasser schweben konnten und sich teleportieren konnten. Also mit dem warst du echt ziemlich cool drauf. Und wir verlieren immer ein KP, ne? Das macht irgendwie gar keinen Sinn, so. Ich hätte am liebsten Magieschild anstatt Synchro. Oh, okay. Dann machen wir eben mal hier den hier. Konfusion. Bam. 73 macht es. Okay, und was macht die Psychokinese im Vergleich? 86. Okay. Ja, nochmal 10 Punkte mehr. Oh, Fokusringel. Was ist das denn? Volltrefferquote. Okay. Aufheben. Digga, kannst du mal aufhören, viel zu viele Items zu haben? Konfusionszweig. Hä, warum kann ich den nicht schwingen? Blickrichtung. Werfen. Dankeschön. Was zum Teufel passiert da gerade? Ein Dodri? Kannst du mal Dodri töten, bitte? Dankeschön. Also. Ah, und man regeneriert kein Leben im Sandsturm. Aber das ist ja eigentlich ultra dumm für uns. Das ist ja dann richtig dumm für uns gerade. Bam. Weil wir sind ja die Einzigen, die permanent vom Sandsturm betroffen sind und nicht regenerieren. Das ist ja richtig dumm irgendwie. Naja. Dann setze ich mal Teleport ein, um mal zu gucken. Schlafkraft. Verwenden. Bam. Um mal zu gucken, wo wir sind. Ich gehe mal da raus. Oh je. Ernsthaft, ein Plauderguy? Spezialangriff ist gesunken. Oh je. Ja, er stirbt trotzdem noch. Oh je, oh Mann. Wie viele Pokémon es hier wieder gibt, ne? Bam, weg. Dankeschön. Ich glaube, Glurak kommt klar. Oh, scheiße. Es ist mal wieder eine Sackgasse. Nice. Oh je. Das ist ein Prokolos. Egal. Hauen wir weg. Bam. Oh, warte mal. Das Ding kann Robustheit haben, ne? Ja, ist egal. Haben wir eh nicht geone-shottet, selbst... Wow, Alter, nicht mal ein Two-Shot mit Psychokinese. Ja gut, dann... Bams! Dankeschön. Hat Glurak gerade ein Draschel verfehlt? Okay. Nee, da oben ist... Warte mal, was? Nö. Nö, sehe ich nicht ein. Manche gegnerischen Pokémon sind nach der Entwicklung sehr stark. Sei also vorsichtig. Es gibt Gegner, die entwickelt können, außerdem in Dungeons Entwicklungen stattfinden. What? Hat sich jetzt dieses Draschel gerade zu Brutalander weiterentwickelt, weil es mein Glurak gekillt hat, oder wie? Muss man das verstehen? Ich habe ja klar... Oh... Oh, eine hübsche Box. Alter, die ist aber richtig hübsch. So, und ich brauche jetzt hier mal ein paar Items, weil ich habe echt keinen Bock, ständig rumzugucken. Das ist echt ein Graus, ne? Oh je, da ist das Brutalander. Und da ist der Ausgang. Und muss für den Auftrag wiederbelebt werden. Möchtest du den Auftrag aufgeben? Digga, könnt ihr mal diese Scheiß-Pokémon töten, Mann? Was ist los mit euch? Seid ihr so schwach? Oh je, der Flammenwurf. Oh, fuck.
Ja, es ist klar, dass meine Pokémon so schwach sind wegen Despotar. Der bumst dir alles selbst. Auf Fliegen? Willst du mich verarschen? Und jetzt? Verfehlt er einfach. Easy. Bam. Okay. Dann kann ich ja ständig ausweichen. Das ist ja mal gut. Das ist ja mal super. Hat er fliegen gelernt, der Boy, bei der Entwicklung. So, Oh je. Bringt es was, wenn ich das von weit mache? Nein. Okay, dann muss ich auf Konfusion setzen. Also, hier ist Isso, ne? Möchtest du mit einem... Oh, Junge. Okay. Hoppala. Das kann ja was werden, Leute, wenn Isso hier die ganze Zeit am Verrecken ist. So. Ja, das ist echt ein bisschen scheiße, ne? Weil Despotar bumst mein komplettes eigenes Team. Also, Despotar kann man eigentlich überhaupt nicht gebrauchen, außer man hat ein Sandsturm-Team. Weil die gegnerischen Pokémon kommen und gehen, die leiden ja nicht unter dem Sandsturm. Aber wenn wir nicht regenerieren können permanent und immer KP verlieren, das ist ja richtig ätzend, Mann. So, und Glurak ist jetzt auf jeden Fall weg, ne? Naja, ist okay. Bam. Tuzzlegur, AP-Falle. Nein, nicht AP-Falle. Oh, Junge, ernsthaft? Ah, mach du nur Eisenabwehr, mein Freund. Bam. Dankeschön. Okay, schauen wir mal, was war das Item da unten? Fast in eine Falle gelaufen. Ah, das ist ein blöder Stab. Okay. Oh je. Pff, ein Nose Pass. Du kommst nicht vorbei. Wie? Was für eine große Nase hat das Ding bitte? So, keine Attacken mehr. Bevor ich wieder irgendwie böse Viecher finde, trinke ich jetzt schon mal ein Elixier. So. Ey, besser wäre Despotar verreckt, Mann. Hä? Achso, ich habe gerade zu Despotar ge... Besser wäre Despotar verreckt, dann hätte ich jetzt Glurak noch, weil Despotar hat Glurak ultra hart geschwächt und dann wurde Glurak halt mit einer Attacke weggehauen. Ey, kann dieses Wetter mal aufhören, das ist doch richtig nervig. So, dann gehe ich eben noch einen Schritt. Gehe ich mal einen Step in die richtige Richtung und hau mal das Ding weg. Ey, das ist richtig ätzend, Mann. Die Sache ist ja nicht die, dass wir permanent Dingens verlieren, KP, sondern dass wir gar nicht regenerieren. Aufgrund. Oh Gott, jetzt bin ich auch noch. Jetzt bin ich auch noch poisoned, Alter. Oh, das wird jetzt richtig eklig. Hoppala, das wollte ich nicht. So, essen. Zack. Ey, jetzt werde ich sogar noch, ne? Oh, das ist sogar gut. Den könnte ich gebrauchen, weil der versammelt meine Pokémon. Warte mal, kann ich... Habe ich keine Piercive? Natürlich habe ich genau die Piercive-Beere verbraucht, ne? Egal, Sinnelbeere for the win. Dann bekomme ich noch ein bisschen mehr, ne, KP und so. Schauen wir mal, wo es hier lang geht, Freunde. Alter. Ein Tropius, okay. Bam. Aber die Vergiftung geht leider nicht weg. Egal, was ich mache. Und da links gibt es nichts. Das heißt, es müsste irgendwo hier oben sein, ne? Oh mein Gott, dankeschön. Einmal essen, bitte. Dankeschön. Den kleinen Boy hätte ich gar nicht gesehen fast. So, tschüss. Wo ist diese blöde Treppe, Alter? What? Warum? Es herrscht nun die Wetterlage Sandsturm. Warum gerade? Hä? Hat das Portal gerade Sandsturm angesetzt? Das kann doch gar nicht sein. Oh, Mann. Weg, bitte. Dankeschön. Ja, dann nach eben nach unten, ne? Ey, das ist so krass, wie wir das einfach nicht finden. Und das ist bitte ein Belebersamen. Ja. Das
Samen. Wir essen Samen. Das ist nicht schön. Okay. Ey, Leute, wo ist dieser Ausgang? Das ist ja nicht normal. Hier ist eine Sackgasse. Schaut mal hier, wie viele Räume wir schon erkundet haben. Ey, wehe, ne? Ja, wo kann es denn noch sein? Es kann ja gar nicht mehr an vielen Orten sein, Alter. Minion, verpiss dich mal! Also, ey, mir fällt kein Ort mehr ein. Da ist alles, wir haben hier alles abgesucht. Der einzige Ort, der noch aussteht, schaut euch mal die Map an. Hier. Und hier. Wo zum Fick sollen wir bitte noch einen Raum finden? Oh, Junge. Ey, das... Ne, ich werde gerade gebumst vom Sandsturm. Die Gegner greifen mich kein bisschen an, sondern ich werde gerade weggehauen von dem blöden Sandsturm, Alter. Kannst du mal töten, bitte? Oh, Junge. Das reicht nicht. Und jetzt verfehle ich sogar noch. Ja, ja. Und jetzt kriegt er noch die Para. Alter, was ist wieder hier los, ne? So, Despotar, kannst du mal bitte herkommen, Alter? Hat er jetzt ernsthaft den scheiß Tunnelzweig wegge... Was soll das sein? Er bringt eine Wand in... What? Okay. Also, der Raum... Was? Nee. Despotar muss gehen, Alter. Despotar gerade ist so umgebracht. Mit dem Sandsturm. Mit dem Sandsturm hat er ihn umgebracht. Das kann doch nicht sein. Kann ich den irgendwie nach Hause schicken? Sandsturm ist ja gesperrt. Wer hat diesen Sandsturm gemacht? Ey, das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch ein Witz. Despotar hat gerade mein Isso umgebracht. Und jetzt darf ich einen weiteren Belebersamen verschwenden. Ey, das ist doch ein Witz. Das kann doch nicht sein, Alter. Und fucking Simsala ist wieder auf 50% wegen dem blöden Sandsturm. Das ist der größte Witz, Mann. So, und jetzt natürlich... Ja, natürlich. Guckt euch den Scheiß an. Nirgends. Hier im allerletzten Raum, wo wir reinkommen, Alter. Und deswegen ist gerade Isso verreckt, ey. Das gibt's doch nicht. Einen fucking Raum noch, okay? Gut, ich teleportiere mich mal, weil ich habe jetzt echt keine Nerven mehr hier. Ich will nur noch den Ausgang finden und ich hoffe, dass die 8-mal Teleport reichen. Ja, please and thank you, Dankeschön. Keine Rettung, okay, ja, brauche ich auch nicht die Rettung. Naja, eigentlich doch. Aber Razaf ist ein Kampf-Pokémon, müsste eigentlich relativ easy zu töten sein. Oh, und er ist direkt hier, du hast Razaf gefunden, okay. Oh je. Hat der Abschlag, der Razaf-Boy? Egal. Bam. Der Boy hat Wagemut. Nee, kann ich nicht machen. Sorry, Despotar, Alter. Tut mir echt leid, Alter. Er macht sich selbst 400 Damage. Oh mein Gott. Haut er meinen Despotar vierfach effektiv weg mit Wagemut, Alter. What the fuck? Ich war in Rage, hab mich wohl glatt vergessen. Und jetzt bekomme ich das Elixier nicht mehr, ne? Weil er drauf stand, ne? Ist das richtig? Wie lame, Alter. Oh, Mann. Isso interessiert keinen. Ist einfach so. Isso. Um 90 Punkte, Alter. Okay, ja, ich will ihn jetzt verlassen, weil das Ding ist es mir nicht wert, dass ich jetzt noch eine Dings weitergehe hier. Meine Fresse, hat er gerade reingehauen, ey.
Aber da, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Goldrang-Team, weil die bumsen sich ja selbst, Mann. Despotar ist überhaupt nicht ein cooles Pokémon. Am Morgen findet die Exkursion statt, alles klar. Buzz-Items, bla, dann sehen wir uns morgen früh wieder. Gut, das war's auch schon. Okay, guten Hunger, lasst es euch schmecken. Schmecken, Freunde, schmecken. Ja, Leute, wir haben wieder massig überzogen. Es war wieder ein 35-Minuten-Part. Morgen jetzt endlich auf Exkursion. Ich bin aufgeregt. Ich frage mich nur, wohin die Reise geht. Ja, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Aber ist auch egal. Lass uns heute lieber zeitig schlafen gehen, damit wir morgen topfit sind. Ja. Wie gesagt, Freunde, wir haben massig überzogen. Wir sind bei 36 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Meine Fresse, ich weiß nicht, ob ich jetzt, ich nehme noch ein paar drauf für euch, aber dann gehe ich pennen, Leute, dann bin ich hundemüde. Schauen wir einfach mal, aber ich hoffe, euch gefällt das Projekt immer noch. Es sind nur noch sehr, sehr wenige, die das gucken, verständlich, weil Pokémon Mystery Dungeon zieht sich ultra hart wie Kaugummi an am Schuh. Fällt mir auch auf, ne, also die Story und so mag alles sehr, sehr cool und schön sein, aber sie ist einfach sehr... Ja, wie soll ich sagen, das Spiel ist einfach überhaupt nicht für ein Let's Play geeignet, weil die Story ist, wenn man so das einfach spielt, nebenbei passiert die, ne, so man generiert viele Spielstunden und das Spiel bleibt spannend und cool und bla und man hat immer was Neues, aber für ein Let's Play ist es einfach viel zu lang, man hat immer mindestens eine Mission oder zwei oder drei, bevor irgendwas in der Story passiert und es passiert so viel in der Story, also es ist... Es zieht sich sehr, sehr hart, das Spiel. Aber dennoch ein sehr gutes Spiel. Aber halt nicht geeignet für ein Let's Play, meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich mit diesen Spieletests angefangen, ne? Weil ich weiß, dass ihr Spiele sehen wollt auf dem Kanal. Und deswegen werde ich die vorstellen, aber ich werde keine ganzen Let's Plays mehr dazu machen. Weil irgendwann halt niemand mehr zuguckt, weil es niemand mehr interessiert oder nur noch sehr wenige. Was ich aber überhaupt vollkommen nachvollziehen kann, ne? Deswegen... Leute, ist das so wohl die beste Entscheidung? Und hätte ich das mit den Spieletests ein bisschen früher gemacht, hätte ich wahrscheinlich auch mit Super Mystery Dungeon gemacht. Aber wir haben das Let's Play jetzt begonnen und wir werden es zu Ende spielen. Und ich bedanke mich deswegen tausendmal bei euch und für euren Support. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Übrigens, das Intro ist zurück. Und zwar jetzt. Habe ich gerade Intro gesagt? Ich meinte Outro.